weiß es nicht. Ich weiß. Also was ich ausschließen kann, ist Dunkelelf, Argonia, Ork, Rotwardone. Das sind die. Und Bretone kann ich ausschließen. Wir haben ja, aber es sieht halt nicht flauschig aus. Es sieht halt einfach nicht flauschig aus. Das sieht doch nicht flauschig aus. Das ist nicht flauschig. Ich will fluffig sein. Ich will einfach nur fluffig sein. Ja gut, da ist ein bisschen Flausch. Da ist ein bisschen Flausch, aber... Was ich halt cool finde, ja, sind die Bemalungen. Aber es wirkt nie flauschig. Ja gut, das vielleicht, aber das ist mir ein bisschen zu dunkel. Aber es wirkt einfach nicht flauschig. Nichts davon wirkt flauschig. Obwohl ich die so unfassbar gern spiele, aber es wirkt nicht flauschig. Sie hat da Dreck im Gesicht. Ich hoffe, das weiß sie. Bitte hoch. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Also Waldelf hatten wir beim letzten Mal, das weiß ich. Waldelf hatten wir schon. Und ich weiß, dass wir eigentlich Nord- oder Breton hatten wir schon mal. Ich hätte nachgucken können, aber ich habe es so ja gelöscht. Das entscheide ich gleich. Argonia sind aber auch cool. Die reden nur so komisch. Auch wenn wir uns selbst nicht hören. Ich kann mich eh nicht schön, dass sie sich entscheiden. Also wie gesagt, hiervon gar nichts. Ich weiß, ich finde die Haare einfach alle hässlich. Alle finde ich sehr hässlich. Nichts davon passt im Ansatz zu irgendeiner Katze. Es sieht halt einfach alles kacke aus. Oh. Ich will nur noch flauschig sein. Oh, jetzt habe ich gar keine Haare mehr. Ja. Ich guck mich erstmal kurz durch. Die sind so grünlich. Ich gucke mich erstmal kurz durch. Kann ich mir Neo kleiner machen? Die alte ist mir zu groß. Huch. Kann ich. Das ist schon mal gut. Sie wirkt immer noch so riesig. Nee, nicht bei mir. Bei mir sind sie nicht groß. Bei mir sind sie nicht groß. Bei mir hat nichts groß zu sein. Also die Bubis vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich null entscheiden. No, das ist eine süße kleine Kitty Cat, auch wenn die Haare einfach zersetzen. Nee, also Nord wird's nicht. Nord wird's nicht. Argonia wird's auch nicht.
Die sieht mir aus wie ein Schulmädchen, was... Naja. Kann ich den Schwanz kürzen? Kann man den Schwanz kürzen? Nein, ne? Kann man den Schwanz nicht kürzen? Nein, im Gesicht finde ich es garantiert nicht. Der Schwanz ist mir auch zu lang. Das wedelt dann immer so in der Luft. Meinst du? Also Kitty! Ja, ist ja gut. Ich hab's ja selbst angefangen. Ich glaube, Harbert bekommt sogar seinen Willen. Aber dann brauche ich einen anderen Namen. Wobei, nee. Nee, Nachnamen braucht man ja gar nicht. Ja, ihr könnt ja trotzdem nehmen. Ich hier die zu viele Infos. Dezent. Dezent zu viele Infos. Okay. Okay. Hybrid bekommt tatsächlich seinen Willen. Aber nicht, weil Hybrid es wollte, sondern einfach, weil ich mich... Ich weiß nicht, irgendwie... Ich habe gerade keine Lust auf Katze. Ich habe irgendwie keine Lust auf Katze gerade. Es kann aber sein, dass ich mich während der Erstellung sogar auch nochmal umentscheide. Das passiert ja immer. Und ich weiß, ich habe noch keine Klasse gewählt. Klein, bitte. Ich möchte klein sein. Wir wollen keine große Hochelfe. Hautfarbe passt auch schon. Das hat irgendwie was. Das ist too much. Das hat irgendwie auch was. Nee, da will ich was wünschen. Wünschen darfst du dir. Die Frage ist, ob man es dann macht. Wünschen darfst du dir alles. Aber ich mache es ja auch gerade. Aber halt eher, wenn ich keinen Bock auf Katze habe. Schimmert das auch im Spiel so oder schimmert das gerade nur jetzt so? Ja, wenn das nicht schimmert, dann nehme ich das andere. Gut, die Frage ist, ob man es dann auch sieht, aber... Okay, gut. Dann nehme ich das da. Komm, du hast das Licht an. Ja, ja. Solange ich weiß, dass es reflektiert ist, geht das in Ordnung. So, Leute, das kann übrigens sehr, sehr lange dauern hier, ne? Das kann sehr, sehr lange dauern jetzt. Ihr kennt das. Ihr kennt, wie ich bin. Brust. Keine Frage. Wir fragen einfach nicht. Ich mach so genau das, ne? Aber die steht so komisch. Die Alte. Die steht immer so komisch. Scheiß auf Taille. Huch, jetzt habe ich die doch verändert. Nein. So, dahin.
Nee, ich glaube, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Unterkörper. Okay, der Popo. Beine. Ach, können wir eigentlich so lassen, ne? Füße. Falls wir uns sehen auf der. Wie war's für dich? Okay. Okay. Was denn? Ich hoffe, mal sind gut aufgehoben bei mir. Ich bin. Oh. Okay, ich hätte gerne ein sanftes Gesicht. Wie kann ich diese Verzierung irgendwie. Danke. So. Okay, ein Brummstier. Ich habe noch Kronen übrig, 5 von ein paar Tagen. 5 von ein paar Jahren. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht auch sogar hatte. Das Starterpaket. Wie viele Scheißstimmen wollen Sie haben? Das klingt wie so eine alte Oma. Kann man seine Frisuren eigentlich im Spiel ändern? Wenn ja, dann dann dauert sie so lange. Wenn nein, dann dauert sie ewig. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ach du Krone, Neune. Was schlecht sieht's nicht aus. Ich weiß gar nicht mehr. Ob man die Frisuren im Spiel ändern kann. Oder ob das dann so bleibt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es da sowas wie einen Friseur gab oder so. Ich glaube zwar nicht, aber ich weiß es nicht. Kann nur sein, dass ich es nie entdeckt habe. Weil ansonsten dauert es jetzt ein bisschen, bis ich die passende Frisur habe. Die ist irgendwie hübsch. Den Friseur gesehen. Wenn es keinen gibt, dann. Wenn es einen gibt, dann. Okay. Ja, dann dauert das jetzt ein bisschen. Okay, ich nehme erstmal die hier, um zu gucken, welche Farbe. Die habe ich eigentlich so oft. Also. Wir kommen meiner Farbe schon näher. Wie gesagt, das kann jetzt ein bisschen dauern. Okay, Haarfarbe steht zumindest schon mal. Wir haben schon mal die Haarfarbe. Jetzt brauchen wir nur noch die Frisur.
finde die eigentlich ganz schön, aber eher wegen dem hier, wenn das hier ein bisschen länger wäre. Aber ist das leider nicht. Bei ihr sind halt alle Haare immer nach hinten. Mal. Kann ich. Oh, hallo Spinner. Ja, wie geht's? Gut, jetzt nicht in Panik verfallen. Etwas finden, womit ich die Spinner. Oh, scheiße, die Spinne ist hinter der Tür. Ah, nee, die Spinne kommt wieder nach vorne. Hoppla. Ja, Spinne, könntest du dir bitte einen Platz suchen, an der ich dich töten kann? Ja? Okay, gut. Wenn du noch höher krabbelst, dann habe ich ein Problem. Kommst du bitte hier an die Tür ran? Ja, dann kann ich dich einmal. Scheiß drauf. Ich habe Herbert habe ich gesagt, er soll in seiner Ecke bleiben. Wenn Herbert nicht in seiner Ecke bleibt, ja, Pech für ihn. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe gewarnt. Er soll in seiner Ecke bleiben. Aber Herbert will nicht. Ja, was man auf jeden Fall machen kann, ist über den Kronenshop. Und halt, wenn du, glaube ich. Oder? Ah ja, durch Charakterumgestaltungsmarken geht's. Wenn du da, wenn du diese komischen Marken hast für die Charakterumgestaltung, dann kannst du das auch machen. Also rein theoretisch, wenn ich Geld ausgebe, können wir auch die Frisur. Und der Twitcher, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Gleich kommt Peter vorbei zum Spinnenretten. Ja! Die Spinne ist selbst in die Gefahrenzone gegangen. Das Schlimmste ist, sie sitzt hinter der Tür und ich korrigiere sie halt nicht weg. Juckt er jetzt! Sobald sie hier über die Tastatur wieder krabbelt, ne? Ist sie tot. Die ist sowas von tot. Okay, geh in die andere Ecke des Raumes, das ist noch besser. Okay, sie bleibt im Leben. Gibt genug Spinnen, da tut die eine nicht. Ah. Ja, ist so. Aber voll, wie schnell die ist! Weißt du, andere Spinnenkollegen, ne? Die brauchen erstmal so eine halbe Stunde, bis sie von links nach rechts rennen. Und die ist schon auf der anderen Seite des Raums. Aber hey, solange sie von mir wegrennt, gut, vielleicht hat meine Drohung ja gewirkt. Und der Twitcher, wir sind hier gerade noch in der Charaktererstellung, also noch recht langweilig. Ich hoffe, dass wir bald durch sind. Denn die Dame hier kann sich gerade nicht entscheiden, was sie will. Ich glaube, Verzierung kann man sich ja dann noch so ranheften, ne? Dann bleiben wir bei der Frisur. Und dann gibt es ja hier, glaube ich, noch Verzierungen, ne? Ja.
Jetzt gucken. Das macht wenig Sinn. Das finde ich mega hübsch. Das sieht gut aus. Die Campgrabbe, das ist alles fein. Boah, das wäre ekelhaft. Das wäre so ekelhaft. Also für euch. Ich sehe es ja nicht. Ich sehe mich da ja nur ganz klein, aber für euch wäre es halt ekelhaft. Die Leute mit Spinnenphobie. Und dann krabbelt die da einmal so lang. Boah, das will ich gar nicht wissen. Ich bin ja froh, dass ich bisher noch keine Hauswinkelspinne hier unten hatte. Da bin ich ja ganz, ganz dankbar drüber. Eigentlich, das sieht mega cool aus mit dem Kristall, aber es sieht so wuchtig aus bei ihr. Sieht so wuchtig aus. Schlafe die nächsten Tage vorbei. Oh mein Gott. Können wir bitte aufhören, wie sie jetzt. Ja, können wir machen. Ich finde sie halt auch ekelhaft. Sie ist eh weg. Sie hat sich verkrochen. Narben und Bemalung brauche ich nicht. Stirn gefällt mir. Augen. Die sind schön. Die gefallen mir. Die Augen sind gut. Etwas kleinere Augen. Hallo, Masuna. Wird es der neue Rekord mit der Charakterschaft? Nee. Ich glaube, das längste, was ich mal in einer Charaktererstellung gesessen habe, in ESO waren 2 Stunden. Also da kommen wir noch nicht ran. Vor allem, weil wir so bald gleich fertig sind tatsächlich. Wir sind gleich fertig. Jesus Christ. Ja. Ja, also wie gesagt, das längste in ESO waren 2 Stunden. Das allerlängste, das war aber, glaube ich, nicht in einem MMO, das war, glaube ich, bei irgendwas anderem, oh nein, das war auch nicht Sims, waren, glaube ich, 3,5 Stunden. Zieh dir da aber doch mal was an. Die hat doch was an. Da. Die hat doch was an. Ist doch alles gut. Oh ja, die Ohren. Klein. Ja, und doch! So, wir sind ja schon fertig. So, jetzt geht's aber noch daran, eine Klasse zu finden. So, ist das besser? Achso, und den Pakt müssen wir auch noch wählen. So, jetzt ist die Frage. 2 Wochen noch, ja. Diese geschickten Meister der Waffen nutzen uraltags gravierische Kampfkunst. Versionen des Kampfkreises erzielen. Furchteinflößender Magienkampf. Ihr drückt zersplittert und die Welt um sie herum physisch verändert. Aha. Zauberer. Ich glaube, Zauberer waren wir beim letzten Mal. Ich glaube, Zauberer waren wir beim letzten Mal, das brauchen wir nicht. Nachtklingen sind Abenteurer und Opportunist mit der Gabe, Ärger heraufzubeschwören und diesem wieder zu entgehen. Nur für schon eine Klingen und Geschwindigkeit Nachtklingen profitieren. Das hatten wir mal, meine ich auch schon mal. Zauberer. Zauberer sind, die Nachtklingen. Zauberer sind Zauberer. Nee, aber nein. Schwerter sind härter. Wenn ein anderer rufen möchte, das Licht in der singenden Sonne. Aha. Hüter? Das waren, meine ich, die mit den komischen Viechern, ne? Und Nekromantin.
Inhaber herbeirufen. Problem, ich muss mich leider erstmal verabschieden. Die Arbeit ruft leider wieder. Ich wünsche euch noch super, super viel Spaß mit dem MMO Montag. Falls ihr Zeit auf Arbeit zulässt, komme ich heute Nachmittag mal vorbei. Yay! Viel Erfolg auf jeden Fall auf der Arbeit, Albert. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du kurz da warst. So. Bin ich zufrieden? Einführung überspringen. Nein, wir spielen die Einführung mal. Ausnahmsweise spielen wir die Einführung mal. Bei der Wärme hätte ich lieber Frühschicht. Oh, ist schon wieder so warm bei euch. Bei uns geht's. Bei uns geht es. Ihr seid wach? Den Sternen sei Dank. Hi. Servus. Tägliche Belohnung. Oh! Ja, Mensch, das nehme ich auch gerne. Das Geld nehme ich auch gerne. Ach ja, Champion-Rang haben wir ja auch schon. Dadurch, dass ich immer einen Charakter hatte. Hi. Sammlungen. Sammlungen. Ich hatte nur zu früh einen schönen Schauer. Das ist richtig angenehm. Ja, aber bei uns ist es auch noch angenehm. Und Tourstil. Tourstil. Sehen. Zählungen. Warte mal. Ja, mach das Ding zu. Toursammlungen. Ich will eigentlich nur redliche Begleiter. Liegende Begleiter. Exotisch. Einheimisch. Okay. Toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl. Nein, nein, wieder nicht, wieder nicht. Da seid ihr ja. Und noch dazu auf den Beinen. Ich weiß, dass einem eine magische Translokation richtig auf den Magen schlagen kann. Genau. Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit, um euch zurechtzufinden. Ja. In Ordnung? Okay. Wo bin ich? Auf der Insel Balfiera, der Heimat von Clan Direnni. Entschuldigt die beengte Unterbringung. Wir sind stolz auf unsere Gastfreundschaft, doch die Umstände hier haben sich zum Bizarren gewendet. Ich musste sicher gehen, dass ihr keine Gefahr für euch oder andere seid. Könnt ihr mich rauslassen? Ihr habt es vielleicht nicht mehr so eilig mit dem Entkommen, sobald ihr gehört habt, was vor sich geht. Ihr seid durch ein Portal hergekommen, zusammen mit einer dädrischen Bestie namens Chiazell. Sie übernahm die Kontrolle über unsere Golems so. Und wendete sie gegen uns. Wenn ich euch befreie, werdet ihr dann Chiazell aufhalten? Ja, um Himmels Willen, lasst mich deutlich frei. Ich habe ja eh keine Wahl. Weise Entscheidung. Einen Augenblick. Ja. So, das Decke. Sollte die Tür entriegeln. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Töte das mit Feuer. Ich habe gerade erst mit der Fäuste. Oh mein Gott, ich habe Spaghetti-Arme. Sah gar nicht so schlimm aus. Oh, die hat aber auch nicht viel dickere. Nun seid ihr frei und munter wie eine Frühlingsgrille. Tschüss, ich hoffe, ihr habt vor, euer Wort zu halten. Wir werden einander da draußen brauchen, dessen bin ich mir sicher. Ich heiße übrigens Norianwe, vom Clan Direnni. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Sehr froh. Wenn ihr nicht mehr antwortet, dann bin ich an Hitze gestorben. Nein, Ryan. Du stirbst nicht an Hitze. Wohin gehen wir?
Wir wollen zu einem Ort, den man die Galerie des Schlüsselmachers nennt. Doch erst muss ich wissen, dass ihr euch verteidigen könnt. Durch die Aorbis zu stürzen und auf euer Ohr zu fallen, hat euch ein wenig durcheinander gebracht. Sucht eine Waffe und wir bringen euch wieder auf Vordermann. In Ordnung? Sicher, aber ich habe da noch ein paar Fragen. Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz versprechen. Doch ich werde so ehrlich sein, wie ich kann. Wieso ist es bei euch überall so warm? Bei uns geht es halt voll. Überall ist es so warm. Hier ist es echt richtig angenehm. Ich glaube, wir haben 22, 23 Grad. Ungefähr. Ist auch richtig angenehm. Ihr erwähnt in einer Galerie des Schlüsselmachers. Was ist das für ein Ort? Die Galerie des Schlüsselmachers ist ein uraltes Untergebäude von Balfiera, das erbaut wurde lange bevor mein Clan hier ankam. Stört sich einfach. Ja. Ja gut, unter dem Dach ist es zumindest bei Sonne. Das war mal Kiste, die wäre Gott immer zu denen, die nicht. Ostseite ist gut. Ostseite ist gut. Das Problem beim, in meiner alten Wohnung damals hatte ich Ost- und Südseite. Das heißt, ne? Ost und Süd und dann noch unterm Dach. Also fast direkt unterm Dach. Es war zwar noch ein Dachboden drunter, aber der war nicht ausgebaut. Warum nennt man es Galerie des Schlüsselmachers? Wegen all der Türen. Die Galerie ist voller uralter Türen, die jeweils eine arkane Verbindung mit einem Ort in Tamriel oder jenseits davon haben. Sobald die Tore erwachten, taten sich Risse auf. Ihr seid aus einem von ihnen gefallen. Die Daedra Shiazel fiel aus einem anderen. Huch. Wie konntet ihr entkommen? Ich habe eine Anrufung des Streitrosses gewirkt, euch gepackt und bin geflüchtet, so schnell meine Füße mich tragen konnten. Ich habe die Daedra noch fluchen hören. Dann gab es eine Art Explosion, doch ich habe mich nicht umgedreht. Ich hoffe, die Galerie steht noch. Ihr sagt jetzt etwas über Golems. Was geht hier genau vor sich? Wärt ihr allzu verdrossen, wenn ich sage, dass ich keine Ahnung habe? Ja. Wir, die Renni, sind von Natur aus vorsichtig. Deshalb hat Balfiera viele Verteidigungsmaßnahmen. Magische Steinwächter schützen viele unserer heiligen Stätten, doch irgendwie hat diese Daedra einen Weg gefunden, sie gegen uns zu wenden. Könntet ihr die Daedra jetzt selber schreiben? Muss ich wirklich? Wenn ich mich richtig an meine Studien erinnere, ist sie eine Ernterin. Eine riesige, schlangenartige Kreatur, die sich von Seelen und Magika ernährt. Wenn sie einen Weg findet, die Energien der Galerie zu verschlingen, haben wir sehr ernsthafte Schwierigkeiten. Okay. Ich will mich aber vorher noch einmal kurz hier umsehen. Bevor ich da jetzt meine Waffe wähle, ne? Komm mal raus. Da sitzt ein Geist drin. Nein. Den juckt's nicht. Okay, wir hatten einmal den Bogen. Wir hatten Dolche. Wir hatten die Großaxt. Schwert und Schild. Heilerstab. Flammenstab. Also Dolche nehme ich nicht. Die Stäbe nehme ich auch nicht. Na komm. Größere Waffen wie Stäbe und Streitäxte erfordern für den Gebrauch beide Hände. Ihr könnt kleinere Waffen... Ja, ich glaube, die passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. Ja. So. Ja, das ist immer noch das. Das ist immer noch ein und dasselbe. Alter, größer Gigaschild nicht, ne? Back doch überhaupt nicht durch. Kann ich die Alte umbringen? Ah, klappt dich ganz bitte im Umbringen.
Schade. Schade. Nein. Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappnet euch, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. Ihr sagte tanzen, nicht kämpfen. Lasst uns anfangen. Beeindruckend. Gut gemacht. Angriff. Achso, werde angreifen. Brillant. Wappnet euch. Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht ist. Das ist pure Kraft. Blockt den Schlag. Setzt euren schwersten Angriff. So geht das. Gut gemacht. Schützt euch. Schlagt hart zu. Einige Feinde versuchen euch zu überwältigen. Schnell, befreit euch. Huch. Seid bereit, euch zu befreien. Ja, ja. Bereitet euch vor. Unterbrecht das Kopf. Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Jetzt, unterbrecht es. Haltet den Angriff auf. Wie viel werde ich mir jetzt nicht denken? Gut, jetzt vernichtet es. Juhu, wir dürfen es vernichten. Gut gemacht. Kommt und sprecht einen Moment mit mir. Nee, erstmal Loot und Aufstieg beanspruchen. Auf was wusste ich noch, was gehen, wenn ich die Klasse nehme? Ich weiß, man kann es gehen, auf was man will, aber auf irgendwas sollte ich. Warte mal, wie war die DD-Skillung nochmal? Musste ich auf Ausdauer, ne? Ich glaube, ich musste auf Ausdauer. Tank wäre Leben. Oder? Kannst ja später wieder zurücksetzen. Punkt einsetzen. Ja, ja. Magika. Okay, es wäre sinnvoll gewesen, auf Magika zu gehen. Oder hier auf Ausdauer. Ja, mach ich das immer so. Und warte, wir haben... Toll. Hier sieht der Schnieke aus. Wenn ihr solche Manöver beherrscht, hat kein Daedra eine Chance. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit, loszuziehen. Wohin gehen wir? Um die Galerie des Schlüsselmachers zu erreichen, müssen wir erst aus dieser Ruine entkommen und ein weites Feld voll dieser Golems durchqueren, die ich erwähnt hatte. Mit etwas Glück können wir an ihnen vorbeischleichen. Doch ich habe meistens nicht allzu viel Glück. Ich entschuldige mich lieber im Voraus. Nun gut, dort gehen wir als nächstes hin. Womit müssen wir in der Galerie rechnen? Nun zunächst mit einer Tür, der ersten von vielen. Der einzige Weg in die Galerie ist durch ein mysteriöses Tor. Sobald wir durch die erste Tür sind, betreten wir ein riesiges Gewölbe. Das ist der Teil, der mir am meisten Sorgen macht. Warum macht euch das Sorgen? Ich glaube, dass Chiazell, jene dädrische Kreatur, die für all diesen Ärger verantwortlich ist, sich dort eingenistet hat. Also seid bereit für einen Kampf. Würdest du die Golems ruhig stellen, wenn wir uns um Chiazell kümmern? Chiazell? Ich kann es zwar nicht mit Gewissheit sagen, doch Nirn von einem Scheusal aus einer anderen Welt zu befreien, kann nicht schaden, oder? Ihr Einfluss besteht vielleicht noch eine Weile fort, doch die Golems sollten bald wieder ihr übliches Verhalten zeigen. Hoffentlich. Ja, dann los. Ab. Ab durch eine von vielen Türen. Einer der verirrten Golems. Wir wollen uns vielleicht lieber an ihm vorbeischleichen. Ich weiß noch nicht, wie ich spielen will. Ob ich so spiele oder ob ich so spielen will. Wenn ich mir meine Haare da durchglitschen sehe und meinen Kopf, denke ich mir lieber, ich will so spielen. Dann sehe ich dann die Misere da nicht.
Sind wir frei? Und dann haben wir auch einen Wolfverkopf. Ja. Ja. Tut doch nur dezent weh. Legen wir einen Zahn zu. Kurzams. Warte mal, welche Rüstung habe ich denn jetzt? Nein. So nicht. Leicht. Ich vermute zwar mal, ich würde lieber schwer nehmen. Okay, mittel ist aber auch... Okay, das ist aber schlechter. Muss ich immer noch schleichen? Ich glaube nicht, ne? Well. Der Eingang zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg. Zum Biber. Egal, hier ist Schlüsselmachers. Da vorne ist jemand, den will ich platt machen. Hi. Oh, hi. Autsch. 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 Annehmen. Wollen wir das wirklich annehmen? Ja, wollen wir. Loot! Gib mir Loot! Immer diese unnötig abschlachten, was die in den MMOs. Ja, was, wenn die da sitzen? Außerdem wollte es mich eh angreifen. Zum Menschen abschlachten sagt auch keiner was. Ich will da, wo der schöne Wasserfall ist. Ja, ja, schön. Es kann sein, dass ich zwischendurch tatsächlich einmal telefonieren muss. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Die Galerie des Schlüsselmachers ist dort. Gehen wir hinein.